auf Instagram sehe ich kaum Leute, beziehungsweise folge ich kaum Leuten, die keine Filter benutzen. Das ist nicht normal. Ja, das ist super, super schön und das ist aber nicht das, was normal ist. Bei mir im Freundeskreis habe ich eine Einzige, die noch nie wirklich was an sich machen ließ. Dann denkst du dir so, ja, eigentlich kannst du das doch auch machen. So, wir können das ja auch alle machen, wenn man die finanziellen Mittel hat. Und dann ist die Versuchung schon groß. Korrigieren, retuschieren, optimieren. Was macht das mit uns? Können wir uns ohne Filter nicht mehr sehen? Und werden wir unter Druck gesetzt, dem schönen Schein künstlich nachzueifern? Darum geht's in diesem Video. Beauty, Fashion, Style. Diese Wörter gehören zu den meistgenutzten Hashtags auf Instagram. Pro Sekunde werden mehr als 1000 Fotos hochgeladen. Allein unter dem Hashtag Selfie finden sich mehr als 400 Millionen Bilder. Viele davon sind mit Filtern bearbeitet. Die App konfrontiert uns ständig mit übernatürlicher Perfektion. Jede zweite Jugendliche in Deutschland verändert auf Instagram ihren Körper oder die Haut, macht Pickel weg oder die Haare glatter. Möglich ist das mit speziellen Apps. Man kann die Nase kleiner machen, dann kann man auch Pickel überdecken und wegretuschieren. Meinen Kopf kleiner machen, Ohr schmaler. Ich lasse mir jetzt das Kinn machen, weil ich vor kurzem mir die Lippen aufspritzen ließ und die jetzt ein bisschen voller sind. Und damit mein Gesicht halt ein bisschen harmonischer ist, fülle ich jetzt ein bisschen mein Kinn aus. Patientinnen, die mit bearbeiteten Selfies als Vorlage zum Schönheitsdoc gehen. Laut einer Umfrage unter den Fachärztinnen der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie ist das rund 60% von ihnen schon mal passiert. Bei manchen war es sogar sehr häufig. Das lag ja bei mir daran, weil ich das halt im Spiegel gemerkt habe. Aber ich finde, es gibt viele Filter, die zum Beispiel die Lippen vergrößern oder die Nase verkleinern. Und dann können halt wir Frauen sehen, wie wir damit aussehen würden. Und ich glaube, wenn es dann einem gefällt, verstärkt es dann einen dazu. Weil man weiß, dass man halt mit Botox oder Hyaluron nachhelfen kann und sich so das Gesicht formen kann, wie es einem gefällt. Ist gemütlicher, easy, tiefer ein. Sehr gut. Tief einatmen. Kleines Ding hier. So, war schlimm? Nee. Bei einer Umfrage unter PatientInnen, die jünger als 20 Jahre alt sind, gaben rund 23%, also fast jede vierte an, dass der Wunsch, sich zu verändern, durch den Vergleich mit Bildern und Videos von anderen auf Social Media verstärkt worden sei. Ich finde, der Druck ist auf jeden Fall da, gerade was sowas angeht wie Nasenkorrekturen, Lippen vergrößern. Oder? Also ich überlege schon seit ein paar Jahren, ob ich mir meine Oberlippe einfach ein bisschen aufspritze, weil ich es selbst nicht mag. In Berlin gibt es seit einigen Jahren immer mehr Einrichtungen, die ausschließlich Behandlungen mit Botox und Hyaluron anbieten. Das sagt das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Genaue Zahlen gibt es aber nicht. Auf Instagram werben die Anbieter vor allem mit jungen Gesichtern. Ich finde es schön, deswegen habe ich das auch beobachtet. Da informiert man sich dann natürlich auch, schaut zum Beispiel, welche Bloggerin bei dem Arzt war. Viele, viele schreiben dir dann auch zurück ihre Erfahrungen. Ich habe auch mit welchen geschrieben, die auch hier waren. Die waren auch alle super, super happy. Das ist der Markt zurzeit, nicht? Und wenn wir das nicht machen, macht sowieso jemand anders. Dafür sind wir in der falschen Branche, glaube ich, zu sagen, nein. Dafür können wir halt jetzt, wenn der Patient zu uns kommt, die sicherste, gesundeste Methode anwenden mit Consent, wo wir sagen, ey, da kann ich auch abends mit schlafen. Ich mache das, damit ich mich wohlfühle, das, was mir gefällt. Ja. Und ich bin experimentierfreudig. Jeder hat ja ein anderes Bild von idealer Schönheit. Doch die Konfrontation mit der perfekten Insta-Welt kann für manche zum Problem werden. Das haben selbst ForscherInnen von Facebook in einer Studie festgestellt, die vor kurzem geleakt wurde. Vor allem bei jungen NutzerInnen verstärke Instagram die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, was zu Essstörungen und Depressionen führen könne. Man hat extreme Probleme mit sich selbst bekommen, wenn man dann zu Hause stand vor dem Spiegel. Und dann war nicht dieses Instagram-Mädchen vor dem Spiegel, sondern ich war selbst vor dem Spiegel. Und das war halt so ein Unterschied von Tag zu Nacht, also traurig. Die getunten Bilder können die Realität verzerren. Teilnehmerinnen einer Studie in Australien bekamen Fotos von Frauen vorgelegt, teils bearbeitet, teils nicht. Und obwohl sie wussten, welche Fotos bearbeitet waren, fand ein Großteil die gefilterten Fotos attraktiver und natürlicher. Im Prinzip hat sich unser ästhetisches Empfinden verändert. Durch die vielen perfekten Bilder, gerade auch auf Instagram, aber natürlich nicht nur dort, entsteht das Gefühl, ein natürliches Bild ist, wenn es absolut perfekt ist.
Das heißt, da hat sich irgendwas verschoben. Natürlich heißt nicht von Natur aus, sondern eben sowas wie dem Ideal genügen. In Norwegen wurde gerade beschlossen, dass Werbefotos, auf denen Körper verändert wurden, gekennzeichnet werden müssen. In Deutschland gibt es so eine Kennzeichnungspflicht nicht. Ich würde es definitiv befürworten, weil einfach das schon teilweise krankhaft ist, wie die Fotos bearbeitet sind. Ja. Körperverändernde Filter schon. Natürlich. Natürlich sein ist was Schönes. In England ist es jetzt übrigens verboten, unter 18-Jährigen Botox zu spritzen. Bei uns ist das mit dem Einverständnis der Eltern erlaubt. Aber es gibt auch Forderungen, Schönheits-OPs bei Minderjährigen zu verbieten. Das sind ja Medikamente, die wohl überlegt eingesetzt werden sollen. Das sind keine Gummidrops. Als Arzt ist man da auch in der Verantwortung, den jungen Leuten so ein bisschen den Wegweiser zu geben, dass das eben verantwortlich durchgeführt wird und nicht so, mach mal und dann mache ich. So ist das nicht. Okay, das war jetzt viel Negatives, aber die App kann auch positive Effekte haben. Denn auf Instagram haben Nutzerinnen die Möglichkeit, ihre eigene Individualität zu zeigen, sagt jedenfalls Maya Götz. Zum einen geht es erstmal darum zu entdecken, dass Social Media so viel mehr ist. Dass im Prinzip, wenn man jetzt an Instagram denkt, da gibt es so viele Ecken und Nischen, wo Frauen sich nochmal ganz anders inszenieren, wo sie ihren Raum gefunden haben. Body Positivity zum Beispiel, das ist etwas, was zum Beispiel das Körpergefühl wieder verbessern kann. Es sind verschiedenste Formen von Frauen zu sehen, so wie sie eben real existieren. Dass da auch mal ein Pickel drauf sein dann, dass sich da auch mal was wölbt. Also, verstärken bearbeitete Fotos jetzt den Druck, sich den Schönheitsidealen anzupassen? Repräsentative Zahlen, die das belegen, gibt es nicht. Aber es gibt Tendenzen und Beobachtungen von Ärztinnen und UserInnen. Und Instagram kann negative Effekte auf das Körperbild haben. Und jetzt seid ihr dran. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr nur perfekte Fotos in eurem Feed seht? Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren. Mehr Videos von uns findet ihr hier und den Kanal abonnieren, das könnt ihr hier.